Wünscht das Wort. Herr Ritter hat es. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mehr Kitas jetzt, so lautet die Forderung der SPD, die wir auf unzähligen, wirklich unzähligen Wahlplakaten in der Stadt lesen dürfen. Und da ist auch schon so ein bisschen das Kern des Problems beschrieben, denn eigentlich müsste es heißen, in Hamburg, endlich mehr Qualität in Hamburger Kitas. Und zwar jetzt. Der Rechtsanspruch auf Krippenplatz gilt erst seit dem 1. August. In Hamburg stehen quantitativ ausreichend Plätze zur Verfügung. Dass das so ist, konnte nur mit großen Kraftanstrengungen aller Beteiligten erreicht werden. Jetzt wartet die nächste große Kraftanstrengung auf uns, die Verbesserung der Angebote. Denn bei all den Debatten über Betreuungsquoten und Platzzahlen ist die Qualität der Krippenbetreuung vom Senat völlig außer Acht gelassen. Die SPD-Fraktion und Senator Scheele werden nicht müde, sich ihrer Erfolge zu rühmen. Aber eines fällt dabei auf. Nach dem Betreuungsschlüssel sucht man in all den Pressemitteilungen, Anträgen und Reden vergebens. Dabei ist gerade der Betreuungsschlüssel aus Sicht aller Pädagogen das entscheidende Kriterium für eine hohe Krippenqualität. Schauen wir uns die Zahlen doch mal genauer an. Hamburg hat zwar die höchste Betreuungsquote aller westdeutschen Bundesländer, aber, genau, Herr Olsen, aber gleichzeitig den schlechtesten Betreuungsschlüssel. Hier muss dringend nachgebessert werden, meine Damen und Herren. Aktuelle Berechnungen der Bertelsmann Stiftung weisen einen durchschnittlichen Betreuungsschlüssel in Hamburg von 1 zu 5,2 aus. Realistisch gesehen ist er allerdings noch schlechter, denn Urlaub, Fortbildung, Krankheit sind noch nicht mit eingerechnet. Doch die Eltern haben einen hohen Anspruch an die Krippenbetreuung. Die Erzieher haben einen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit. Kitas klagen meist selbst darüber, dass sie diesen hohen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Daher unser Vorschlag, Krippe Plus. Ja, wir sind ja dabei, das auch einfach zu erklären für alle. Krippe Plus, angedockt an Kita Plus, mit ähnlichen Auswahlkriterien, Start mit einer relativ kleinen Auswahl an Krippen. Ziele des Krippe Plus Programm sind ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 4, mehr Zeit dadurch für intensivere Arbeit mit den Kindern und mehr Zeit für Elternarbeit. Kommen wir zur Finanzierung. Das war so ein Thema, wo ich gehört habe, dass da einige heute drauf eingehen möchten. Die Finanzierung stellen wir uns folgendermaßen vor als Anschubfinanzierung. 2012 sind genau wie im Vorjahr zuvor Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket übrig geblieben. Immerhin sage und schreibe 23 Millionen Euro. Diese 23 Millionen Euro, die über das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder gedacht waren, benachteiligte Kinder, arme Kinder, versickern im Haushalt als globale Minderausgabe oder für andere Zwecke des Senats. Werte Kollegen von den Linken, Sie haben ja offenbar das Thema auch entdeckt und einen Zusatzantrag geschenkt. Das haben Sie offenbar deshalb gemacht, weil Sie Ihren Antrag nicht verstanden haben. Denn die Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sollen ja gerade den benachteiligten Kindern zukommen. Und genau das würde mit unserem Krippe-Plus-Antrag passieren. Das Programm startet an den Kita-Plus-Standorten, wo besonders viele sozial benachteiligte Kinder leben. Ein besserer Betreuungsschlüssel für alle Kitas so schnell wie möglich wäre natürlich wünschenswert, liebe Linke, aber das Geld wächst nicht auf Bäumen und dafür notwendigen Erzieherinnen können wir uns leider auch nicht backen. Deshalb legen wir Ihnen heute, Frau Sudmann, im Gegenteil zu Ihren Anträgen, einen konstruktiven Vorschlag vor. Der erste Schritt auf einem langen Weg. Mit den Haushaltsberatungen im kommenden Jahr müssen wir das Programm dann verstetigen und ausweiten. Das ist uns klar. Meine Damen und Herren, wir Liberale wollen aber eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ausreichend Krippenplätze sind dafür eine Grundvoraussetzung. Ich glaube, soweit sind wir uns alle einig. Damit Eltern aber mit gutem Gewissen zur Arbeit gehen können, müssen wir uns darauf verlassen können, dass Kinder bestmöglich betreut werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Kitas unter den gegebenen Bedingungen gute Arbeit leisten. Aber sie können
das noch besser, wenn sie nicht nur qualifizierte, sondern auch zahlenmäßig genug Erzieherinnen vor Ort haben. Was wir brauchen, ist ein besserer Betreuungsschlüssel in allen Kitas. Der Weg allerdings bis dahin ist noch sehr lang. Aber es ist zu schaffen, wenn wir alle gemeinsam diese Kraftanstrengungen in Angriff nehmen. Das Krippe-Plus-Programm wäre ein erster Schritt dahin. Ich hoffe sehr, dass Sie den Weg mit uns mitgehen und freue mich, dass der Antrag im Ausschuss weiter beraten werden kann und freue mich auf Ihre Beiträge.